Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, nach wie vor auf dem Planeten Dathomir meine ich. Wir haben ja gegen hier den finsteren Malikos gekämpft und ihn bezwingen können. Und ja, und wir haben ein Astrium in Kujits Grab gefunden. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg, das Astrium nach Bogardo zu bringen, um dort das Gewölbe zu öffnen und das Holocron im Inneren zu bekommen. Ich will nicht lange quatschen, wir wollen nämlich jetzt losfliegen. Ich denke als nächstes. Als nächstes nach Bogan. Unterwegs nach Bogan. Dieser Droide, dient er dir? WD-1 gehört zur Crew, aber die meisten halten nicht viel von Droiden, vor allem seit dem Imperium. Ganz genau wie bei den Wookies auf Kashyyyk. Wer nicht menschenähnlich genug ist, wird schnell zur Zielscheibe. Ich dachte, die Jedi wären ihre Ziele. Eins von vielen. Aber es hängt alles zusammen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Er ist froh, dass wir das zusammen durchstehen. Oh, du beherrschst ja seine Sprache. Nein. Ich weiß es einfach. Verstehe. Ich bin auch froh, BD1. Oh ja, ich frage mich, ob irgendwann hier man mehr Crewmitglieder bekommt. Für Star Wars Jedi Fallen Order 2, meine ich. Weil es wurde ja sozusagen nichts für Star Wars Jedi Fallen Order 2 im Weg. Das funktioniert. Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skarsteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Oh. Okay, ja, das hört sich gut an. Der Pilot der Mantis Nummer 3, Grease Stratus. Während ihrer Reise gewinnt Grease Vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes Essen und seiner Urgroßmutter. Als seine Fähigkeit als Pilot auf die Probe gestellt werden, muss Grease zu dem Helden werden, von dem er nie gedacht hätte, dass er in ihm steckt. Wir sind im Land daran. Und gelandet. Ah, alle sind draußen. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja. Ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß... dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner.
Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Ja, dann reden wir noch mal kurz mit Marin und Sirk. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datumir. Ja, Datumir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Gute Frage. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datumir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Du redest fast so viel wie unser kleiner Captain. Danke, sag ich. Kerl, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fern. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Das werden wir. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja, ich bin schon krass, ne? Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Na dann, auf zum Gewölbe. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ach ja, ich habe ja Ostfield noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt und ja, jetzt können wir uns die letzte Fähigkeit holen, die noch übrig war. Die hier nämlich. Jo, jetzt haben wir alle Fähigkeiten, die es im Spiel gibt. Denn schon praktisch die neue Fähigkeit, wenn Gegner einem zu nahe kommt. Und schaffen wir die Abkürzung? Yeah, easy geschafft. Oh, da ist noch ein Käfer. Noch mehr EP holen. Auch wenn das momentan nichts mehr bringt, aber kann ja nicht schaden.
Machen wir wieder ein Wettrennen, BD? Ich spüre was Seltsames. Es klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Oh, doch kein Wettrennen mit BD. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Ja, ich glaube, es wird jetzt nicht extra explodieren oder so. Dann platzieren wir mal das Holocron, Holocron, das Astro. Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Hier steht aufs Glas, da wollen wir mal interagieren. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung. Ja, anscheinend sind die Sepp wohl doch nicht ausgestorben, wie man sieht. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Oh, da sind wir ja mit ein paar anderen Jünglingen, die wir gerade zu Jedi ausbilden. Also 6 andere Jünglinge. Die alle komischerweise das gleiche Padawan-Outfit tragen wie Kell damals. Also ein bisschen. Dann klettern wir mal hier eben entlang. Das Imperium! Die Inquisitoren sind hier! Meister, sollen wir kämpfen? Sie kommen! Zu den Gräben! Weitergehen! Passt auf euch auf! Oh Mann, wir sehen wohl einen kleinen Blick in die Zukunft. Jünglinge fangen, den Rest umlegen. Wir werden schnell, weiter Feuer. Sucht weiter, sie können nicht weit sein. Hilft mir, Meister Kestis! Brücke vor! Mann, warum kann man die nicht abschlachten, die hier, Mann? Wahrscheinlich, falls es eine Machtvision ist, deswegen funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich! Da ist das Holocron. Kerl Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Oh Mann, wir wurden gefangen genommen.
Was wird jetzt geschehen? Meister Kestis, warum? Ich will heilen. Die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Wir sind eine Inquisitor. Oh Mann, werden wir tatsächlich zu einem Inquisitor? Ganz schön krass, was wir da gesehen haben. Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Dann wollen wir mal. Du wirst den Holocron nicht kriegen. Und sind ein paar neue Tricks überhaupt. Ich habe schon auch viel Schlimmeres ertragen. Mal sehen, ob du eine Chance hast. Nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay.
Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Kell im Gewölbe auf Morgana attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in die Hände in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kell erfährt von Chillers Geschichte als Jes Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kell für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Oh Mann. Wir haben ganz schön viel durchgemacht, die beiden. Und wir haben gesehen, wie Chola zur Inquisitorin gemacht wurde. Und wie sie aus dem imperialen Gefängnis geflohen ist. Aber wenn man genau hingeguckt hat, hat man ja gesehen, dass die Sturmtruppen ja auch zu dieser Zeit höchstwahrscheinlich noch die Klone waren. Nur mit der Sturmtruppenrüstung, weil die Blaster, die sie halten, waren. Die sie in der Hand hatten, waren ja DC-15A-Blaster der Klone, nicht ihre aktuellen Blaster, die sie jetzt haben. Ein Jedi. Aua, aua. Au. Du hast gar nichts erwischt. Du bist quasi gar nicht als letzter übrig. Ich sehe dich. Au. Du willst den? Leck des Todes gerade. Das wirst du bereuen. Siehst du, jetzt hast du bereut, das gesagt zu haben. Halt still! Das wirst du bereuen. Nee, werde ich nicht. Klettern wir mal eben schnell hier lang. Hallo, und wieder Sturm. Er ist getroffen. Gut, die werden erledigt. Dann schnell hier zum Schiff. Und hier berichten, was wir gesehen haben. Und dass Tuna das Holocron hat. Sir. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir.
kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Ja, jetzt sind wir kein Padawan mehr, sondern ein Jedi-Ritter. Das verlorene Holocron, Kapitel 6. Kell und BD brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Holocron. Kell hatte daraufhin eine Vision trainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Kell als Inquisitor. Als er erwachte, stand Schüler vor ihm. Kell zog ihr Lichtwert und wurde von einem Machtecho erfasst. Zier und Schüler gefoltert. Schülers Gesinnungswandel ist Ziers Flucht. Als er zurückkehrte, waren Chiller und das Holocron verschwunden. Kell lief zum Schiff zurück, um sie alles zu erzählen. Dieser nutzte die Macht und schlug Kell mit Chillers Lichtschwert zum Ritter. Ich brauche einen Moment für mich. Du gestattest? Ich brauche Zeit für mich. Verstanden. Okay, mit ihr kann ich gerade nicht reden. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Bleibt gesund, tragt immer eine Maske, wenn ihr rausgeht. Und noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann euch das Video anguckt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein. Servus.